schnell und dadurch auch extrem schnell bei unserer Arti. Und ich hier mit meinen 25 km/h reicht nicht wirklich aus, um den hinterher zu kommen. Ich versuche einfach in Schussposition zu kommen und dann ein paar Treffer zu landen. Ja, ist natürlich jetzt dumm, muss dauernd nachjustieren. Na? Oh! Also, der Schwenkbereich ist bei TDs auch richtig wichtig und der ist bei diesem Panzer echt miserabel. Und jetzt ist er hinterm Berg. Ja, Wahnsinn. Jo, das hat's gebracht, Digga. Jo. Pff, 7 zu 5 sieht ganz gut für uns aus. Allerdings haben wir schon unseren Tier 7 verloren. Unseren Tier 6. Die haben noch Tier 7 und 2 Tier 6. Ich bin der einzige Tier 6. Ansonsten haben wir nur noch Mersen Arti. Naja. Na, mit mir selbst viel Spaß. Wahrscheinlich stehen sie hinten auf dem Hill. Also, wenn man hier Defender ist, ist es sehr logisch und schlau, sich hinten hinzustellen. Was sage ich? Das ist natürlich jetzt Kacke. Ist ein Franzose, also das heißt hier, die Kanone kann ich echt kaum absenken. Und das ist bei den Franzosen meistens echt so nervig, dass der Schwenkbereich ist einfach so Kacke. Also hier mit einer geilen Schwenkung könnte ich hier wunderbar runter. Jetzt so wie ich stehe geht's noch. Eben hier, was sage ich, durch die Büsche sehe ich echt nicht, wo die stehen. Na, jetzt scoutet der sie. Ja, ich muss wieder nachjustieren. Also der Schwenkbereich der Kanone könnte ja echt besser sein. Weil ich da hier so stehe, bin ich natürlich ein leichtes Ziel für Arti, aber... Ich bin einfach nicht der geborene Franzose. Und irgendwie auf dem Testserver ist es so, da stelle ich mich immer ein bisschen noobig an. Noobig, ja. Ja, IS-6, muss man durch 100, nee, durch 10 rechnen. Das heißt, wir hätten jetzt 68 gekriegt. Für einen T8-Panzer echt zu wenig. Wobei man muss sagen, ich habe echt gar nichts gemacht. 8400, damit hätte man nicht mal die Kosten gedeckt. Ja, ich weiß nicht, also ich komme mit dem nicht klar. Einen der Panzer, die ich mir auf keinen Fall kaufen würde. Außer sie würden sich nochmal überlegen, eine bessere Waffe da rein zu machen. Ja, ich kann ja mal vergleichen. 175 und 390 probiere ich mal beim IS. 175, 390 ist exakt die gleiche Waffe. Ich verstehe auch nicht, wieso die T8 ist. Sie ist echt nicht angemessen. Genauigkeit ist 0,46 beim IS. 6 wird ja nicht viel besser sein. Ja, ist exakt die gleiche Waffe, nur ein anderer Name. Vielleicht die Feuergeschwindigkeit noch ein bisschen abgeändert, aber ansonsten. Der Schwenkbereich der Waffe ist echt niedrig, also für meine Verhältnisse ein bisschen zu niedrig, wie man vorhin gesehen hat. Also die kann maximal ja hier runter und das ist viel zu wenig für einen Panzer. Ja, das ist meine Auswertung. Ziehe ich schon über den IS-6 her. Das war's für den Overview, wahrscheinlich für den 7.4er Test. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Über Kommentare, Likes und natürlich Abos würde ich mich wie immer freuen. Boah. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Sagt ciao, euer Ben2749.